Willkommen beim MINT-Festival Jena, der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass ich hier und heute Mikroorganismen vorstellen kann. Kurz zu mir, ich bin Biologin am Institut für Mikrobiologie dieser Universität und in der Gruppe Mikrobielle Kommunikation untersuchen wir die Interaktion von Mikroorganismen mit sich selbst und mit ihrer Umwelt. Mikroorganismen ganz groß. Seit Covid-19 ist die Mikrobiologie in aller Munde und Mikroorganismen besiedeln den gesamten Planeten. Es gibt sehr zahlreich in allen Habitaten Mikroorganismen. Wie sehen sie aus? Wo kommen sie vor? Welche Fähigkeiten haben sie? Und wie können wir diese Fähigkeiten nutzen? Und in diesem Eingangsbild sehen Sie eine Kultur mit Mikroorganismen. Einige Mikroorganismen können das Wachstum von anderen hemmen durch die Bildung bestimmter Stoffe. Das sind Antibiotika und diese erkennt man an der Bildung eines klaren Hofes um sie herum. Doch wir beginnen ganz am Anfang. Was sind eigentlich Mikroorganismen? Mikroorganismen sind in der Regel mikroskopisch klein, nicht mit dem bloßen Auge erkennbar. Und wenn sie sich teilen und entsprechend vermehren, dann kann man in Laborkulturen zum Beispiel Zellhaufen als Kolonien erkennen. Und in dieser Kultur hier sehen Sie verschiedene Kolonien von Mikroorganismen, die sich unterscheiden aufgrund ihrer äußeren Merkmale. Einige sind schleimig glänzend, das ist eher typisch für Bakterien. Andere erscheinen filamentös und wachsen fadenförmig, das ist eher typisch für Pilze. Bereits Haeckel hat im 19. Jahrhundert die Verwandtschaft von Lebewesen dargestellt und hier zu sehen ist einer der Stammbäume von ihm, wo er die drei Domänen der Lebewesen zeigt. Man hat zum einen die Protisten, die sind hier in der Mitte zu sehen. Das sind also Lebewesen, die eine geringe morphologische Differenzierung aufweisen, meist einzellig sind. Dann haben wir die Plantae, die Pflanzen. Hier hat Haeckel aufgrund der äußeren Merkmale auch die Pilze, die ja als Fungi bezeichnet sind, und die Flechten eingeordnet. Und dann haben wir die dritte Domäne, die Animalia, die Tiere. Heute wissen wir, unsere Welt ist eine DNA-Welt. Das hat die damalige Sichtweise so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und mithilfe von DNA und RNA werden Erbinformationen gesichert, DNA wird umgeschrieben in RNA und dann übersetzt in Proteine. Und Proteine sind ganz wichtig für das Wachstum und die Vermehrung. Wachstum und Vermehrung sind ja ein Merkmal des Lebens. Wir kennen weitere, das ist der Stoffwechsel. Zellen nehmen Nährstoffe auf, gewinnen daraus Energie und geben Abfallstoffe wieder ab. Wir haben ein weiteres Merkmal, die Differenzierung, das heißt bestimmte Gewebe werden speziell ausgebildet, wie zum Beispiel Sporen. Ein weiteres Merkmal des Lebens ist die Interaktion miteinander, das heißt Lebewesen geben chemische Signale ab und andere erkennen diese. Lebewesen können sich weiterentwickeln, spezifische Eigenschaften gewinnen, spezifische Eigenschaften entwickeln und sind dann in ihrer Verwandtschaft auch in Stammbäumen darstellbar, wie man es schon bei dem Stammbaum von Haeckel gesehen hat. Hier zeige ich nun einen Stammbaum, der auf RNA- bzw. DNA-Sequenzen basiert. Man sieht auch wieder drei Domänen der Lebewesen, das sind aber nun ganz andere aufgrund der DNA-Sequenzen. Die münden natürlich alle und haben einen gemeinsamen Urahn, einen Vorfahr. Und wir haben jetzt die drei Domänen
Bacteria, Archaea und die Eukarya. Bacteria und Archaea werden zusammengefasst als Prokaryoten. Und dann haben wir bei den Eukarya auch Mikroorganismen wie Algen, Pilze und Protozoen, aber auch Makroorganismen wie Tiere und Pflanzen. Bacteria und Archaea besitzen beide keinen echten Zellkern und man fasst sie, wie eben schon erwähnt, zusammen als Prokaryoten. Hier sind links zu sehen mal eine typische Zelle dieser Prokaryoten. Die Form ist relativ einfach, entweder kugel- oder stäbchenförmig. In der Mitte zu sehen ist mal der Größenvergleich Bakterienzellen im Vergleich zu einer eukaryotischen Schleimhautzelle. Eukaryoten sind wesentlich komplexer aufgebaut. Neben einem Zellkern haben sie Organellen wie Mitochondrien oder Chloroplasten. Auch aufgrund des Genoms unterscheiden sie sich. So ist ein typisches Bakterium Escherichia coli hier mit seinen Werten dargestellt. Escherichia coli besitzt ein Genom von 4,6 Megabasenpaaren und dieses kodiert für 4300 Gene. Während wir bei dem Pilz Aspergillus niger mehr als 25 Megabasenpaare an DNA im Genom haben und dieses kodiert für 12.000 Gene. Im Vergleich dazu haben wir auch den Menschen mal mit aufgeführt. Dieser besitzt 3.300 Megabasenpaare DNA im Genom und dieses kodiert für 21.000 Gene. Wenn man sich den Stoffwechsel der Pflanzen und Tiere anschaut, dann ist das relativ übersichtlich. Einerseits haben wir die Tiere. Der Stoffwechsel wird als chemoorganotroph bezeichnet. Auch die meisten Pilze üben diesen Stoffwechsel aus. Sie besitzen Mitochondrien als Organellen in ihren Zellen und die sind ursprünglich über Endosymbiose aus Bakterien in die Zellen der Tiere aufgenommen worden und das waren Proteobakterien in diesem Fall. Pflanzen führen einen Stoffwechsel durch, der als oxygene Photosynthese bezeichnet wird. Sie benötigen dafür Chloroplasten und diese sind ursprünglich aus Cyanobakterien, die über Endosymbiose in die Zellen aufgenommen worden sind, entstanden. Nun kommen die vielen Stoffwechselwege der Bakterien hinzu. Das heißt, hier haben wir eine riesige Vielfalt. Neben der Oxygenphotosynthese der Pflanzen finden wir eine anoxygene Photosynthese. Es gibt Photoheterotrophe, Chemolithotrophe und so weiter. Ich gehe nicht zu weit ins Detail, aber es wird deutlich, dass durch diese Vielfalt an möglichen Stoffwechselwegen ganz viele Habitate, viele verschiedene Habitate durch Mikroorganismen besiedelt werden können. Und ein mögliches Habitat ist der Boden. Der Boden ist ja die äußere Kruste der Erde. Frage ist nun, wie viel Leben ist im Boden zu finden? Größtenteils besteht der Boden natürlich aus mineralischer Substanz. Man sieht hier bis zu 90% und nur ein geringer Anteil von etwa 10% macht organische Substanz aus. Und davon nehmen Bodenorganismen nur einen ganz kleinen Anteil ein. Zu 5-7% hat man Biomasse von Bodenorganismen in dieser organischen Substanz. Interessant ist nun, dass innerhalb dieser Biomasse von Bodenorganismen etwa 40% von Bakterien und Actinomyceten gestellt werden, 40% von Algen und Pilzen und nur 20% durch andere Bodentiere. Wir wollen nun wissen, wie viele Lebewesen finden wir denn in den oberen 30 cm einer 1x1 Meter großen durchschnittlichen Bodenfläche. Und hier kann man sehr hohe Zahlen an Mikroorganismen finden. 10 hoch 12 Zellen von Bakterien, 10 hoch 10 Zellen Actinomyceten,
Das entspricht beides etwa so 50 Gramm Biomasse. Pilze haben wir 10 hoch 9 Zellen. Das entspricht sogar 100 Gramm. Und dann haben wir noch die Algen mit 10 hoch 6 Zellen. Das macht so etwa 1 Gramm Biomasse aus. Bereits die Zahl der Bakterien, die übersteigt gewaltig die Weltbevölkerung vom gestrigen Tag. Wir haben also hier mit einer riesigen Gruppe von Organismen zu tun. Man kann das Ganze nun hochrechnen auf unserem Planeten. Da nimmt man eine Zahl von Prokaryoten von 4 bis 6 mal 10 hoch 30 Zellen an. Also wiederum eine gewaltige Zahl. Das entspricht etwa 3,5 bis 5,5 mal 10 hoch 17 Gramm. Erstaunlich ist hier, dass das fast die Masse aller Pflanzen auch ist. Pflanzen können wir mit unserem Auge sehen. Bakterien und Archaeen sind unsichtbar. Etwas verwirrend für den Anfang, auch wenn wir uns als Menschen anschauen, wir bestehen aus etwa 10 hoch 13 menschlichen Zellen, tragen aber viel mehr Mikroorganismen mit uns herum. Wir haben also im Magen-Darm-Trakt bereits 10 hoch 14 Zellen und auf der Haut leben nochmal 10 hoch 12 Zellen. Das heißt, um das untersuchen und erfassen zu können, ist Mikroskopie essentiell. Wir können mit unserem Auge leider nur 0,1 mm auflösen. Das entspricht etwa 100 Mikrometer. Eine Zelle ist aber so etwa 25 Mikrometer groß. Das heißt, deshalb können wir das nicht erkennen und benötigen die Lichtmikroskopie. Und hier haben wir eine Auflösung von ca. 0,2 Mikrometer und können damit eben die Organismen diesen drei Domänen des Lebens zuordnen. Antoni von Leeuwenhoek hat im 17. Jahrhundert viele verschiedene Mikroskope entwickelt und konnte damit schon Bakterien sehen und untersuchen. Wie man sehr schön in der Abbildung sehen kann, konnte er schon kugelförmige Bakterien, die wir als Koggen bezeichnen, und stäbchenförmige Bakterien beobachten. Carl Zeiss Jena hat es perfektioniert und hat Mikroskope entwickelt, die wir in ähnlicher Form auch heute noch nutzen, um Mikroorganismen zu untersuchen. Bakterien, wie gesagt, können wir sehr gut beobachten über Lichtmikroskopie. Auch oben rechts die Abbildung zeigt Bacillus subtilis Zellen, die hier im Detail angeschaut und untersucht werden können. Geht es aber in Richtung noch kleinere Objekte und Strukturen, wie zum Beispiel Viren, dann hilft uns nur noch die Elektronenmikroskopie. Und man sieht sehr schön in der rechten Abbildung eine Fotomontage mit verschiedensten Viren. Das sind nichtzelluläre Teilchen, weil sie sich nicht eigenständig vermehren können. Sie sind viel kleiner als Zellen, enthalten als genetische Information entweder DNA oder RNA und sind, wie eben schon gesagt, auf die Proteinbiosynthese der Wirtszellen angewiesen, weil sie selbst keine Ribosomen besitzen. Sie infizieren sämtliche Zellen auf unserem Planeten, egal ob das Tiere, Pflanzen oder Pilze sind oder andere Bakterien, und verursachen auch viele Krankheiten. Die Archaeen sind dafür bekannt, dass sie extreme Standorte besiedeln können. Und hier zu sehen, sehr beeindruckend, die heißen Thermalquellen im Yellowstone-Nationalpark. Hier kommt zum Beispiel Thermus aquaticus vor. Das produziert die TAC-Polymerase, die für molekularbiologische Untersuchungen grundlegend nötig ist. Es gibt noch eine Reihe von anderen interessanten Lebewesen in dieser Gruppe der Archaeen. Es gibt Hyperthermophile. Diese besiedeln sehr heiße Standorte. Ein Beispiel ist unten links Pyrolobus fumari. Das kann erst wachsen, wenn Temperaturen über 90 Grad Celsius vorliegen. Dann haben wir Thermoazidophile. Ein Beispiel dafür ist Picrophilus torridus. Wächst bei extrem sauren pH-Werten. Und rechts dargestellt,
das halophile Halobacterium salinarum, das bei sehr hohen Salzkonzentrationen mit bis zu 5 Molar Natriumchlorid wachsen kann. Methanogene gehören in diese Gruppe. Die findet man in Faulschlamm und in Kläranlagen, aber auch Tiefseeökosysteme werden von Archaeen besiedelt. Hier ist ein Leben sogar ohne Sonnenlicht möglich. Die Archaeen sind eine Gruppe, die erst 1979 als eigenständige Gruppe erkannt worden ist. Sie haben eigenständige Merkmale, wie zum Beispiel den Bau der Zellmembranen und der Zellwand, aber auch viele bakterielle und eukaryotische Merkmale. So sind sie ähnlich groß wie Bakterien mit etwa 0,2 bis 5 Mikrometern Größe. Die Bakterien kommen omnipräsent auf unserem Planeten vor, weil sie viele verschiedene Stoffwechselwege eingehen können. Und links zu sehen ist ein sehr bekanntes Bakterium, Escherichia coli. Ich hatte es schon bei der Genomgröße erwähnt. Es ist stäbchenförmig und es ist um die gesamte Zelle herum begeißelt, hat also so fadenförmige Fortsätze. Und die sind nötig, damit es sich bewegen kann. Escherichia coli ist ein Darmbewohner bei Säugern, kommt also auch in unserem Körper vor und hat eine optimale Wachstumstemperatur von 37 Grad Celsius. Es wird sehr häufig in der Biotechnologie verwendet und dort zum Beispiel zur Produktion von bestimmten Stoffen eingesetzt. Die rechte Abbildung zeigt Mikroorganismen im Kompost. Hier findet man zum Beispiel spiralig gewundene Spirocheten, hier grün eingefärbt. Und zu den Spirocheten gehört zum Beispiel auch Borrelia, da es Krankheitserreger bekannt ist. Unter den Eukaryoten findet man neben mikroskopischen Taxa auch die makroskopischen Taxa von Tieren und Pflanzen, aber auch viele Mikroorganismen. Hier wären die Algen zu nennen. Sehr schöne Zeichnungen wurden uns da von Ernst Haeckel überliefert, hier links im Bild. Es gibt den Süßwasserpolypen. Plasmodien sind bekannt als Einzeller. Und diese sind besonders in der Medizin interessant, weil der Erreger der Malaria in diese Gruppe gehört. Und dann haben wir noch die Wimperntierchen. Das sind sehr hochentwickelte Einzeller. Die sind entweder teilweise oder komplett mit Wimpern umgeben. Und diese Wimpern dienen ihnen zum einen, um sich fortbewegen zu können, aber auch um Nahrung einzustrudeln. Und einer der bekanntesten Vertreter ist Paramecium, das Wimperntierchen, was vielleicht schon mal der ein oder andere mikroskopiert hat. Schleimpilze sind soziale Amöben, sind Einzelzellen, die sich bei einem Hungersignal zusammenlagern zu einem beweglichen Schneckenstadium, was unten vergrößert dargestellt ist. Und oben in der elektronenmikroskopischen Aufnahme sieht man sehr schön die Entwicklung vom Schneckenstadium und das Auswachsen zu einem Sorokarp, einem Fruchtkörper. Besonders Dictyostelium discoideum ist Forschungsobjekt zur Entstehung von Vielzellern. Die Urmykota sind bekannt dafür, dass sie den Übergang vom Wasser zu Boden lebenden Organismen darstellen. Sie haben bewegliche Sporen mit Geißeln, die sieht man auch in der Zeichnung hier unten, und diese werden auch als Zoosporen bezeichnet. Aufgrund ihrer DNA-Sequenzen hat man herausgefunden, dass sie näher verwandt zu den Algen sind als zu den echten Pilzen, wie ursprünglich gedacht wurde. Bekannte Vertreter sind Pflanzen, Pathogene, also Auslöser von Pflanzenkrankheiten, wie Plasmopara viticola, löst zum Beispiel den falschen Mehltau vom Wein aus. Man sieht sehr schön in der Abbildung diesen mehlartigen Belag an der Blattunterseite oben links. Und unten rechts ist Phytophthora infestans zu sehen. Dieser Organismus löst die Kraut- und Knollenfäule aus,
zum Beispiel bei der Tomate, wie hier zu sehen ist. Kommen wir zu den Eumycota-Fungi, den echten Pilzen. Echte Pilze kommen entweder in fadenförmige Zellen vor, wie links zu sehen. Diese werden als Hyphen bezeichnet, können entweder unseptiert, also ohne Querwände sein, oder mit Querwänden septiert und bilden dann ein Hyphennetzwerk, ein Myzel. Andererseits haben wir hefeförmiges Wachstum in Einzelzellen. Hier hat man runde bis eiförmige Zellen und da bildet sich zum Beispiel durch Knospung eine Tochterzelle. Diese vergrößert sich, wird letztendlich abgeschnürt und hinterlässt am Ende nur eine runde Narbe bei der Mutterzelle. Zu den echten Pilzen, zu den Eumycota, gehören zum einen die Chloromycota. Man sieht hier in der Abbildung oben links sehr schön die bäumchenartige Struktur in einer Pflanzenwurzelzelle. Chloromycota bilden eine Symbiose mit Pflanzen aus. Für die Zygomycota ist bekannt, dass sie eben Fäulnisbewohner sind. Für sie ist eine sexuelle Fortpflanzungsstruktur typisch, die hier auch mit dargestellt ist, eine Zygospore, die von einer dicken, melanisierten, also dunkel pigmentierten Zellwand umgeben ist. Dann gehören zu den echten Pilzen die Ascomycota. Für diese ist die Bildung eines Ascus typisch, hier auch dargestellt. Hier werden in der Regel 8 Ascosporen gebildet und die Basidomycota haben ihren Namen durch die Ausbildung einer Basidie. Diese enthält oder bildet dann letztendlich 4 Basidiosporen aus. Die Zygomycota-Jochpilze sind, wie schon erwähnt, Fäulnisbewohner. Sie besiedeln Obst, Gemüse oder auch altes Brot. Wenn man die in so einem Plastikbeutel länger liegen lässt, erscheinen dann so dunkle Punkte. Und das sind praktisch runde, kugelförmige Sporenlager, wird auch als Köpfchenschimmel bezeichnet, die häufig dann dunkle Pigmente bilden und dann deutlich erkennbar sind. Ein bekannter Vertreter ist Rizipus nigrigans, der schwarze Köpfchenschimmel, der oben links dargestellt ist. Es gibt aber auch Parasiten in dieser Gruppe, Parasiten auf Insekten und die arme Laus unten links ist zum Beispiel befallen mit einem Jochpilz. Eine weitere Gruppe der Pilze, und zwar der höheren echten Pilze, sind die Ascomycota, die werden auf Deutsch auch Schlauchpilze genannt. Und man sieht hier sehr schön eine Orange, die von einem Vertreter, und zwar der Gattung Penicillium, besiedelt wird. Und hier grün-graue Sporenlager sind hier deutlich zu sehen. Die Lebenszyklen, die hier ausgebildet werden, sind relativ komplex und zweigeteilt. Man erkennt also unten einen sexuellen Lebenszyklus, bei der zwei Partner miteinander interagieren und Asci in einer runden Struktur, die auch als Kleistothezium bezeichnet wird, bilden. Und in diesen Asci werden dann in der Regel 8 Ascosporen ausgebildet. Man kann sich das Ganze auch leicht vergrößert anschauen. Diese Kleistothezien, die sind etwa Stecknadelkopf groß und sind hier unten rechts schwarz zu sehen. Die Gattung Penicillium kann sich aber auch asexuell fortpflanzen. Hier werden auch Sporen gebildet, die heißen dann aber Conidiosporen. Und es werden Conidienträger gebildet, die haben am Ende Conidiosporenketten. Diese Strukturen sehen ein bisschen aus wie ein Pinsel. Und deswegen heißt die Gattung Penicillium auf Deutsch auch Pinselschimmel. Und oben rechts ist mal eine mikroskopische Aufnahme dazu zu sehen. Ascomycota ist die Gruppe von Pilzen mit der größten Zahl der bekannten Arten.
Und eine sehr bekannte Art ist Mutterkorn, Claviceps purpurea. Man sieht hier sehr schön in Getreideähren die Ausbildung von so harten schwarzen Sklerotien. Die wurden früher häufig versehentlich mitgemahlen, sind gegessen worden und es kam zu zahlreichen Epidemien, angefangen von Halluzinationen bis zum Absterben von Extremitäten durch fehlende Durchblutung, Atemnot bis zum Tod waren die Symptome. Und die beruhen darauf, dass dieses Mutterkorn ein toxisches Alkaloid bildet, was aus Lixiviazid-Derivaten besteht. Ein sehr bekannter Vertreter der Ascomycota und einer der begehrtesten und teuersten Speisepilze ist Tuber aestivum, der Sommertrüffel, oben links im Bild. Dann gehören in diese Gruppe viele Flechten. Flechten sind eine Symbiose von Pilzen mit Algen bzw. Cyanobakterien und besiedeln extreme Standorte. Wie hier in der Abbildung wird auch Stein besiedelt und sie sind verantwortlich oder beteiligt an der Bodenbildung. Und nicht vergessen werden sollte als wichtiger Vertreter dieser Gruppe die Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae, die schon seit Jahrhunderten von uns Menschen genutzt werden. Kommen wir zur der zweiten Gruppe der höheren echten Pilze, die Basidiomycota. Oben links sind zwei Vertreter zu sehen, die Pflanzenkrankheiten auslösen können. Das sind die Rost- und die Brandpilze. Der Maisbeulenbrand ist hier besonders zu erwähnen, mit tumorartig erscheinenden Strukturen, die in Südamerika in einigen Kulturen sauer eingelegt als Delikatesse gelten. Dann haben wir in dieser Gruppe Buviste, Hutpilze wie den Fliegenpilz oder das Judasohr, die hier dargestellt sind. Für Basidiomycota wurde sehr genau auch untersucht, wie sie sich vermehren. Und es wurde herausgefunden, dass Pheromone zur Erkennung des Fortpflanzungspartners nötig sind. Ganz genau hat man das beim gemeinen Spaltblättling untersucht, der hier auch mit dem Lebenszyklus dargestellt ist. Man hat also Fruchtkörper mit Lamellen an der Unterseite und zwischen diesen Lamellen sitzen Basidien, die Basidiosporen bilden. Die Basidiosporen keimen auf Medium wieder aus, bilden ein einkerniges Myzel und nun kommen die Pheromone ins Spiel. Nur über die Pheromone können die verschiedenen Hyphen sich erkennen und nur wirklich miteinander interagieren und Fruchtkörper bilden, wenn das Partner sind, die unterschiedliche Kreuzungstyp-Gene haben. Die Gene A und B müssen sich hier unterscheiden, damit man am Ende Fruchtkörper hat, die auch wirklich Sporen bilden können. Und das Besondere bei diesem gemeinen Spaltblättling ist auch, dass er als einziger Pilz gespaltene Lamellen besitzt. Fliegenpilz hatte ich eben schon ganz kurz gezeigt. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr zu diesem sehr bekannten Pilz sagen. Amanita muscaria ist der wissenschaftliche Name und er kann nur diese wunderschönen Fruchtkörper bilden, wenn er in Gemeinschaft mit bestimmten Bäumen zusammenlebt und interagiert. Und zwar sind das Fichte und Birke. Nur wenn diese Bäume in der Nähe sind, wird man auch wirklich den Fliegenpilz finden. Fliegenpilze sind bekannt als Giftpilze. Sie enthalten Ibotensäure, das zu Muscinol abgebaut wird und für uns giftig ist. Wurde früher sehr gern als Fliegenfänger verwendet. Daher kommt auch die deutsche Bezeichnung. Man hat also eine Schale gehabt, Milch reingefüllt und dann diese rote Huthaut eingelegt. Und die war sehr anziehend für Fliegen und die sind dann auch an dem Gift letztendlich wieder verstorben. Also ein sehr gutes Fliegenfangmittel. Einige Kulturen verwenden den Fliegenpilz auch immer noch als Rauschmittel. Und
Unten links habe ich noch eine andere Abbildung mitgebracht vom Wiesenchampignon Agaricus campestris. Der ist im Gegensatz zum Fliegenpilz ein Fäulnisbewohner. Er benötigt also keine anderen Lebewesen, um diese leckeren Speisepilze letztendlich bilden zu können. Wie kultivieren wir Mikroorganismen im Labor? Das wird meist erstmal in Reinkultur gemacht. Man isoliert aus der Umwelt Keime, überimpft die dann immer weiter, sodass man Mikroorganismen nur noch einer Art letztendlich auf Medium hat. Und wenn dieser Mikroorganismus sich über eine bestimmte Zeit vermehren und teilen kann, dann sieht man irgendwann Zellhaufen und die werden als Kolonien für Bakterien, Bakterienkolonien bezeichnet. Für das Wachstum von Mikroorganismen muss man natürlich auch geeignete Wachstumsbedingungen finden. Das heißt, man muss geeignete Nährstoffe zusammenstellen in dem Wachstumsmedium. Die Temperatur muss stimmen. Ich hatte vorhin immer mal den Escherichia coli erwähnt. Dieses Bakterium wächst optimal bei 37 Grad Celsius. Die pH-Werte und Sauerstoffversorgung muss auch in geeigneten Bereichen sein. Dann kann sich speziell dieses Bakterium bereits nach 20 Minuten teilen. Und wenn man an eine Kultur anlegt von Escherichia coli, hat man meist am nächsten Tag eine vollbewachsene Platte mit diesen Bakterien. Wir müssen in der Mikrobiologie besonders aufpassen, damit wir keimfrei arbeiten, weil sämtliche Mikroorganismen sehr schnell wachsen und dann eine Verunreinigung in der Kultur hervorrufen würden. Nur in Reinkulturen können wir wirklich die Eigenschaften der Mikroorganismen genau untersuchen. Dafür verwendet man zum Beispiel die bunte Reihe, die ist hier in diesem Bild dargestellt. Jedes Reagenzröhrchen enthält Nährstofflösung mit einer anderen Nährstoffkomposition und zusätzlich werden Indikatoren hinzugefügt, die bakterienspezifisch sind. In einer Lösung ist zum Beispiel Glucose als Kohlenstoffquelle vorhanden. Glucose wird sehr häufig gut von Mikroorganismen abgebaut. Es entsteht Säure und über einen Indikator würde man dann bei dem Abbau der Glucose einen Farbumschlag sehen und könnte dann sagen, ja, der hat diese Eigenschaft und kann eben diesen Zucker spezifisch abbauen. Man kann natürlich weitere Eigenschaften in Reinkulturen untersuchen. Man kann die DNA isolieren, das Genom oder spezifische Gene sequenzieren und dann weitere Untersuchungen vornehmen. Mikroorganismen wachsen in der Natur, auf dem Feld natürlich nicht alleine. Sie interagieren mit anderen Organismen, mit ihrer Umwelt und das wird natürlich auch versucht, im Labor nachzuvollziehen. Und hier verwendet man im einfachsten Fall Kokulturen. Das heißt, hier werden zwei Organismen in einer Kultur wachsen gelassen. Man sieht hier links einen Pilz in der Mitte und rechts ein Bakterium. Diese wachsen miteinander und wir schauen nun, überwächst der eine Mikroorganismus den anderen, werden bestimmte Farbstoffe gebildet, werden bestimmte Duftstoffe gebildet in dieser Interaktion. Und in mikroskopischen Aufnahmen kann man sehr schön sehen, dass zum Beispiel in dieser Kultur die Bakterien die Pilzhyphe nutzen, um an dieser entlang zu wandern. Und das ist natürlich auch sehr nützlich, wenn Mikroorganismen im Boden wachsen. Hier hat man ja auch verschiedene Partikel und dann größere Poren, die relativ eine geringe Luftfeuchte nur bilden, also unwirtlich sind. Und diese Hyphen, diese Pilzfäden werden dann von Bakterien als so eine Art unterirdische Autobahn benutzt.
Mikroorganismen können natürlich auch Pflanzen stärken und das beobachten wir besonders an belasteten Standorten. Das heißt, die Zusammensetzung des Bodens und auch die Zusammensetzung der Mikroorganismen im Boden kann den Duft von Pflanzen beeinflussen. Und das haben wir in Versuchen mit Fichten sehr schön sehen können. Wir haben verschiedene Behandlungen parallel durchgeführt und dann die Duftstoffe, die ausgebildet wurden, untersucht. In diesem Versuch haben wir eine Kontrolle gehabt mit Fichte als Reinkultur. Dann hatten wir eine weitere Kultur, bei der wir Mykorrhizapilze zur Fichte gegeben haben. Eine Kultur, bei der wir Cäsiumchlorid zu den Fichten hinzugegeben haben und eine Behandlung mit Cäsiumchlorid und Zugabe von Mykorrhizapilzen. Und wir sehen, dass besonders in dieser Behandlung von Cäsiumchlorid und Mykorrhizapilzen bestimmte Duftstoffe vermehrt oder stark verstärkt abgegeben werden, wie zum Beispiel das Limonen, Bonylacetat, Alphapenen und Isopren. Und diese Stoffe sind dafür bekannt, dass sie antimikrobiell, antimykotisch sind, also auch gegen Pilze gerichtet sind und selbst Insekten abwehren können. Das heißt, man kann wirklich nachweisen, dass unter diesen Bedingungen die Pflanzen gestärkt werden durch diese Umwelteinflüsse. Es wurden auch Versuche im Feld durchgeführt. Grundlage dafür ist, dass man heute weiß, dass Mikroorganismen Giftstoffe zu ungiftigen Stoffen abbauen können und zum Beispiel Schwermetalle komplexieren können. Sie werden für die Bioremediation verseuchter Gebiete, Halden und Gewässer benutzt. Das heißt, zum Dekontaminieren dieser Gebiete. Und hier sieht man mal eine Satellitenaufnahme von Google Maps. Das zeigt ein Testfeld der Uni Jena im Wismutgebiet bei Ronneburg in Ostthüringen. Und hier sieht man ein deutlich besseres Pflanzenwachstum in den Quadranten, in denen die Pflanzen mit Mikroorganismen beimpft worden sind. Springen wir weiter zur Mikrobiologie im Alltag. Welche Bedeutung hat die Mikrobiologie für uns heutzutage? Ein wichtiger Punkt ist die Ökologie. Hier sind Mikroorganismen Destruenten. Sie spielen aber auch eine Rolle in der Umweltschutztechnik, in der Medizin, in der Pharmazie, in der Industrie, bei der Produktion von Lebensmitteln, der Geologie und der Land- und Forstwirtschaft. In der Ökologie, wie gesagt, die Funktion der Destruenten. Und in diesem kleinen Filmchen sieht man sehr schön, wie quasi unsichtbar Obst und Gemüse abgebaut wird durch Mikroorganismen. Auch beim Abbau von Holz sind Mikroorganismen, hier besonders Pilze, involviert. Holz besteht ja aus Lignin und aus Zellulose und wir kennen zum Beispiel die Weißfäule und die Braunfäule. Bei der Weißfäule wird das dunkle Lignin abgebaut und es bleibt die faserige Zellulose zurück, hier im Bild schön sichtbar. Bei der Braunfäule wird die helle Zellulose abgebaut und es bleibt brauner Würfelbruch zurück. Die Struktur geht also völlig verloren. Verursacher für diese Weißfäule ist zum Beispiel der gemeine Spaltblättling, den ich auch jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Die Braunfäule wird zum Beispiel durch den Schwefelporling verursacht oder durch den gemeinen Hausschwamm, den vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff ist. Neben Holz, was durch Pilze sehr schön abgebaut wird, man sieht es auch in der linken Abbildung, wie sich die Hyphen einen Weg durch das Holz bahnen, sind Weißfäulepilze auch in der Lage, Schwarzschiefer abzubauen. Sie können aber auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Sprengstoff, Azofarbstoffe, Plastikfolien und Erdöl abbauen.
Für die Medizin haben Mikroorganismen besonders als Krankheitserreger eine Bedeutung. Und es ist Yersinia pestis, das ist ein Bakterium zu sehen, das die Pest ausgelöst hat und viele Jahrhunderte ein wahrer Gräuel war. Dann haben wir Rhinoviren, die den Schnupfen zum Beispiel verursachen. Auch Pilze können Krankheitserreger sein. Aspergillus fumigatus, zu Deutsch auch Gießkannenschimmel, löst zum Beispiel schwere Lungenerkrankungen aus. Kommen wir zum Gebiet der Pharmazie. Pharmazie werden Arzneien produziert. Mikroorganismen werden hier zum Beispiel für die Produktion von Antibiotika verwendet. Hemmen diese Antibiotika in geringer Menge das Wachstum von Mikroorganismen, gelten diese als biostatisch, wenn sie diese töten, als Biozid. Man kennt heute oder hat bisher schon über 8000 verschiedene Antibiotika isoliert und davon werden aber nur relativ wenige in der Medizin angewendet durch bestimmte Nebenwirkungen, das sind etwa nur 80. Einer der bekanntesten Bakterien, die Antibiotika produzieren, sind die Streptomyceten, links im Bild mal vergrößert dargestellt. Und die produzieren Antibiotika wie Streptomycin, Tetracyclin oder Nystatin. Ein ganz bekanntes Antibiotikum, wo man heute nicht dran vorbeigehen kann, ist das Penicillin. Das wurde im Zusammenhang mit Untersuchungen von Fleming bereits 1927 entdeckt. Und es wird von Pilzen produziert, von Pilzen der Gattung Penicillium, daher auch der Name Penicillin. Und spezifische Arten sind Penicillium notatum und Penicillium chrysogenum, die dieses Antibiotikum produzieren. Ich habe auch hier die Formel, die chemische Formel für dieses Antibiotikum mal mit dargestellt. Sehr wichtig für die Wirkung ist der Beta-Lactam-Ring, der eine zentrale Rolle in dieser Struktur bildet und auch spielt. In der Industrie verwendet man Mikroorganismen zur Produktion bestimmter Chemikalien, wie Ethanol oder Zitronensäure, auch zur Verwendung, auch zur Produktion von Eiweißen, von Proteinen werden sie genutzt. Was nicht ganz so bekannt ist, Pilze können viele Pigmente produzieren, da sind wir noch relativ am Anfang. Ich habe auch wieder den gemeinen Spaltblättling Schizophyllum commune hier als Beispiel, den wir in unserer Gruppe besonders intensiv untersuchen. Oben links zu sehen ist die Besiedlung von Holz durch diesen weißen, muschelförmigen Pilz. Der wächst hier gerade zusammen mit einem Austernseitling und gerade in Interaktion mit anderen Pilzen, da gibt es ja auch eine gewisse Nahrungskonkurrenz, sind die Pilze besonderem Stress ausgesetzt und hier werden dann auch bestimmte Stoffe produziert, die das Wachstum anderer Konkurrenten hemmen sollen. Und hier haben wir zum Beispiel gesehen, dass hier Indigo produziert wird, also der blaue Farbstoff, der benutzt wird, um unsere Jeans blau zu machen oder zu färben. Der wird in Interaktion gebildet. Rechts zu sehen sind dann Laborkulturen, die dann auch die Bildung dieses blauen Indigo zeigen. Teilweise sind Hyphen komplett ausgefüllt mit diesem Pigment. Man sieht auch sehr schöne blaue Kristalle. Und das Interessante ist, der Pilz Schizophyllum bildet dieses Pigment und Indigo hemmt aber nur das Wachstum der konkurrierenden Pilze, nicht das eigene Wachstum. Es gibt biolumineszierende Pilze, das sind Pilze, die im Dunkeln leuchten können. Sie erzeugen Licht durch die Oxidation des pilzlichen Luciferins Panal und senden dann so ein schön erscheinendes grünes Licht aus. Ist vielleicht im Wald mal ein bisschen gruselig, aber ich finde es auch wunderschön,
diese Aufnahmen. Für die Lebensmittelproduktion werden seit Jahrhunderten Mikroorganismen eingesetzt. Ich habe mal hier in Bildern einige mit dargestellt. Die Bäcker- und Bierhefe Saccharomyces cerevisiae wird genutzt, um Bier und Wein zu produzieren. Der Camembert-Pilz wird gern gegessen. Hierzu braucht man aber den Pilz Penicillium camemberti. Für Joghurt ist unbedingt Streptococcus, Thermophilus und Lactobacillus bulgaricus notwendig. Und für die Herstellung von Sauerteig, der für unser Brot zum Beispiel ganz wichtig ist, wird Lactobacillus plantarum und Coriniformis verwendet. Und zu guter Letzt noch als Beispiel der Zuchtchampignon Agaricus bisporus, den wir als Ganzes sehr gern verzehren. Die Geomikrobiologie nutzt eine andere Fähigkeit der Bakterien, mit anorganischen Bestandteilen zu interagieren. Darüber wird zum Beispiel heute Kupfer gewonnen, auch zur Energiegewinnung über Biogas oder durch Wasserstoff produzierende Mikroorganismen ist heute ein wichtiger Punkt. Die Land- und Forstwirtschaft nutzt ein anderes Bakterium, Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis kann ein Toxin produzieren, das zur Bekämpfung von Stechmücken eingesetzt wird. Liegt wahrscheinlich fast jeden am Herzen, besonders wenn die Sommer jetzt wie in diesem Jahr wieder etwas feuchter sind. Für die Land- und Forstwirtschaft spielen aber auch mikrobielle Pflanzenkrankheitserreger eine Rolle. Hier wäre Pseudomonas syringae zu nennen, ein Bakterium, was die Stippe verursacht. Aber auch der Maisbeulenbrand sieht nicht gerade besonders appetitlich aus. Bei Birnen hat man enorme Ertragsverluste durch den Birnengitterrost, der unten zu erkennen ist. Durch Mikroorganismen gibt es aber nicht nur negative Effekte, natürlich auch positive. Ein positiver Effekt wird durch die Mykorrhiza erreicht. Das sind Pilze, die mit Pflanzenwurzeln interagieren und dann zu einem deutlich besseren Pflanzenwachstum führen. Man sieht das sehr schön, wenn man den Ertrag von Kartoffeln beispielsweise ohne und mit Mykorrhiza vergleicht. Auch die Rhizobien-Leguminosen-Symbiose, hier ganz rechts dargestellt, hat sehr große Bedeutung für die Landwirtschaft. Hier wird Stickstoff gebunden und das passiert in den Wurzelknöllchen, die hier deutlich sichtbar sind. Heutzutage kennt man nicht nur das World Wide Web, sondern auch das Wood Wide Web. Deshalb bedeutet das, dass Pflanzen über Mykorrhiza-Pilze miteinander verbunden sind. Und über die Pilze, über diese fadenförmigen Strukturen, werden zum einen Signalstoffe ausgetauscht, aber auch Nährstoffe. So versorgt der Pilz die Pflanze mit Mineralstoffen wie Stickstoff und Phosphat, erhöht die Trockenheits- und Metalltoleranz der Pflanzen, während die Pflanze im Gegenzug den Pilz mit Kohlenhydraten versorgt. Und hier habe ich mal drei Laborkulturen mit dargestellt. Fichten zum einen ohne Beimpfung in Reinkultur. Dann in der Mitte wurde die Fichte mit einem Pathogen, mit einem Krankheitserreger Botrytis cinerea beimpft und rechts wurde sie mit einem Mykorrhiza-Pilz beimpft. Man sieht sehr deutlich das beste Wachstum in Verbindung mit dem Mykorrhiza-Pilz. Die Umweltschutztechnik nutzt schadstoffabbauende Mikroorganismen für die Reinigung von Boden, Wasser und Luft. Es wird verwendet für die Altlastensanierung, für Nitrateliminierung aus Böden oder Phosphatrückgewinnung und wie schon erwähnt für die Metallrückgewinnung. Kommen wir zum letzten Teil. Hier will ich noch einige sehr erstaunliche Fakten über Mikroorganismen zeigen und
zum Beispiel zuerst mal die Frage stellen, was ist das größte Lebewesen der Erde? Wenn ich schon so frage, dann wird das nicht der riesige Mammutbaum oder der Blauwal sein. Nein, es ist ein Pilz, der zu den Mikroorganismen gehört. Es ist der dunkle Hallimasch, Amillaria osti. Und in den USA hat man ein riesiges Myzel gefunden, das 1200 Fußballfelder groß ist, ein Gewicht von 600 Tonnen hat und sage und schreibe so etwa 2400 Jahre alt ist. Das ist wirklich mächtig gewaltig. Man sieht unten die Pilze, so sieht er also aus, wenn man ihn im Wald oder in Parks findet. Er ist nicht so unbedingt bei den Gärtnern beliebt. Das Problem ist, dass er Hyphenbindel, schwarze Rhizomorphe bildet, wie rechts unten dargestellt. Und die führen dazu, dass Gehölze absterben, auch wenn sie vorher noch völlig gesund aussahen. Zweiter erstaunlicher Fakt: Was sind die ältesten lebensfähigen Zellen auf der Erde? Das sind Sporen, und zwar genauer gesagt Endosporen von Bakterien. Das sind hochresistente, differenzierte Bakterienzellen, die zum Beispiel von Bacillus oder Clostridium gebildet werden. Man sieht unten ein gefärbtes Präparat, das zeigt vegetative Zellen von Bacillus, rot gefärbt und blaugrün sind die Sporen zu erkennen. Die sind entweder in den Bakterienzellen selbst zu finden oder sind schon freigegeben und kommen davor. Diese Sporen sind über 25 Millionen Jahre lebensfähig. Das ist eine enorme Zeitspanne. Wird nun gleich die Frage kommen, wie hat man das herausgefunden? Man hat in Bernstein eingeschlossene Insekten gefunden und dort Sporen entdeckt, und die waren eben noch keimfähig. Und ein dritter, letzter erstaunlicher Fakt: Wer ist schneller als ein Gepard? Der Gepard ist ja bekanntermaßen das schnellste Landsäugetier. Es muss was mit Mikrobiologie zu tun haben. Es ist Methanocaldococcus villosus. Und dieser Mikroorganismus kann 470 Zellängen pro Sekunde schnell sein. Er ist also komplett mit kleinen fadenförmigen Strukturen umgeben, die schon erwähnten Geißeln. Und diese rotieren dann und schieben diesen Organismus wahnsinnig schnell durchs Medium. Neben dieser hohen Beweglichkeit haben Mikroorganismen weitere erstaunliche Fähigkeiten. Sie können sich sehr gut anhaften und haben weitere Schutzmechanismen. So können Pilze selbst auf Teflon gut wachsen. Grundlage dafür ist, dass sie ein Protein, das als Hydrophobin bezeichnet wird, über die Zellwand ausscheiden. Und damit können sie sich an allen möglichen Substanzen sehr gut anhaften. Einige Bakterien bilden sehr gut Schleime und Kapseln auf, wie man in den Abbildungen auch schön erkennen kann, oder besitzen fädige Strukturen zum Anheften an zum Beispiel Wirtszellen wie Fimbrien und Pili. Zum Abschluss nochmal ein kleines Filmchen, was zeigt, wie schnell Mikroorganismen dann wirklich durch die Materie sich bewegen und förmlich zischen können. Und abschließend nochmal die Frage: Vielleicht hat sich jemand jetzt doch entschlossen, mal ein bisschen intensiver mit Mikroorganismen zu beschäftigen. Vielleicht möchtest du selbst mal mit Mikroorganismen arbeiten. Hier kann man zum Beispiel Fangplatten auslegen, die Nährmedium enthalten, und kann da Gegenstände drauf abdrücken, oder man legt die offen aus und wartet einfach mal, was in der Luft für Keime im Bad oder in der Schule zu finden sind.
Danach muss man diese Petrischale wieder schließen und mehrere Tage beobachten, Kolonien zählen, fotografieren. Wer Interesse hat, sowas mal zu machen, einfach eine E-Mail an mich schreiben. So, dann sind wir schon fast am Ende. Bleibt mir nur, mich zu bedanken für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Forschen.